Ich begrüße aus der Folge Lufia 2 Rise of the Sinestrals. Wir sind gerade dabei, dieses Rätsel zu lösen. Ich würde sagen, wir starten komplett von vorne. So, das war falsch. Ich habe mir das gerade einmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Also, fangen wir an. Erstmal hier vorne. So, damit machen wir jetzt schon mal die Pfeilspitze vollständig. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. So, damit habe ich diesen Teil ausgefüllt und mache es gleich hier unten. So, dann fülle ich diesen hinteren Teil hier aus. So, mach den Teil hier wieder weg. Jetzt müsste ich den quasi nur hier entsetzen. Aber, Mist, dadurch wird das hier wieder ausgefüllt, fällt mir gerade so auf. Moment. Wenn ich ihn jetzt genau hier hinsetze, dann wird der ausgefüllt und die anderen hier gehen so weg, dass ich... Ne, wenn ich jetzt hier hinsetze, dann... Das ergibt keinen Sinn, dann werden ja manche gleich ausgefüllt. Moment, ich kann einfach den hier hinsetzen und dann... nee. Moment. Doch, nee. Nein, das... Doch, das ist richtig so, aber das muss wieder weg hier. Und zwar muss er jetzt zu dir hin. Dankeschön! Habe ich es irgendwie geschafft! Nice! So. Hier sind wir so ein komischer Ninja-Typi. Und was haben wir jetzt hier Schönes? Wir sind Oktopus-Viech. Das mich nerven möchte. Das ist hier. Aha. Ah, wow. Okay, ich hätte mit der anderen Seite anfangen müssen. Super. Egal. Ja, dann ist ihm halt so. Ja, und auf der anderen Seite muss ich ja jetzt quasi genau das gleiche Prinzip anwenden, oder? Moment. Herr Ninja, könnten Sie doch bitte weggehen? So. Was ist denn Uraya, was noch was war? Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ach verdammt, jetzt muss ich gegen kämpfen, weil ich mich verlaufen habe quasi. Und, oh, natürlich Überraschungsangriff, ich hasse es. Ich muss sagen, der neue Kraios heißt, ich habe Kraios gelesen jetzt im Part. Denn das neue Kapselmonster ist gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Und das, obwohl es noch in der ersten Stufe ist. Das ist eine sehr gute Sache auf jeden Fall. So, ja, okay, das bleibt jetzt sogar auf. Sehr schön, okay. Dann mache ich hier genau das Gleiche. Ups, ich muss noch die Bomben ausrüsten. So, jetzt ist die Frage, ob ich das zusammenkriege. Okay, ich fange jetzt hier an. So. Dann mache ich das... Habe ich es hier vorhin gemacht? Ja, oder? Nein, ich nicht. Ich habe das eins davor gemacht. So, nee. Das funktioniert doch gar nicht so. Moment. Wenn ich jetzt Ursprung mache, ist dann der andere jetzt selber ungelöst. Nein, okay, das bleibt gut. Sehr schön. Ich habe auch hier angefangen, fällt mir gerade so auf. Ich bin so blöd. Hier habe ich angefangen. Und ich an der Pfeilspitze. So, jetzt habe ich das hier hinten ausgefüllt gehabt. Okay, ich habe weitergemacht. Da habe ich, glaube ich, die Pfeilspitze genommen, oder? Genau. So. Dann habe ich... Habe ich hier gemacht? Ja, dann habe ich das hier gemacht. Habe ich hier? Ne, habe ich nicht. Habe ich hier gemacht? Ja, genau. Genau. Okay, sehr schön. Das war anstrengend. Ah, sehr schön. Geschafft. Nice. Und jetzt wieder genau, welche Samurai-Fuzzi ja, im anderen Raum drin. Sehr schön. Ich denke mal, den, kann man nicht hinlassen, weil der nicht sonderlich schwer ist und einfach ist und, ja, dass er nicht schwer ist, lässt darauf schließen, dass er einfach ist, ja, Marvin. Weil er kurz geht, genau das wollte ich sagen, kurz ist. So. Dich einmal ganz schnell betäuben. Genauso. Ach, okay, der läuft nur um die Säule rum, das ist ja kein großes Problem, denke ich mal. So, dann kann ich jetzt hier raus und kann den Hebel aktivieren. Und damit die Leiter ausfahren. Sehr schön.
Dann betäube ich euch mal und kann hier wieder raus. Und da, Trigger. Ah, Mann, oh, natürlich war ein Angriff. So, wundervoll. Sehr schön. Ich heile mal ganz kurz ein bisschen mal stark auf. Nee, auf alle wäre Verschwendung. Stark auf dich und dich. So, das soll passen. Und dann können wir. Also, ich denke mal, wir kommen jetzt zum Boss, oder? Ich hoffe es einfach mal. Das wäre voll cool. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Mann, geh weg. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht, ganz ehrlich. Blitz. So. Das sollte reichen, denke ich mal. Hoffe ich mal, was auch immer. Das sollte reichen. Und wenn nicht, dann bin ich sehr traurig. So. Jetzt stirbt er schon einfach mal. Doch, er stirbt sehr schön. Und dann werden Guy und die Karte jetzt töten. So bin ich übrigens gegen die immer vorgegangen, deswegen. So. Guy und DK haben eine relativ volle Toranzeige, Maximus sie dann gar nicht, aber das stört uns, denke ich, nicht. So. Jetzt hier wieder genau das gleiche. Dann hier raus und nach oben. So, und ja, hier ist der letzte Raum, okay. Dann wollen wir mal, denke ich mal. Und es gibt so einen Speicherpunkt, sehr schön. Sehr, sehr schön. Berg des... Ach, okay. Das war der alte Speicherpunkt, ja, macht Sinn. Wie viel Spielzeit habe ich jetzt? 15 Stunden, ja, das ist schon einiges. So. Oh, hier wartet noch ein Rätsel auf mich. Oh Gott, was ist das denn? Hier bewegen sich die Blöcke also so, wie ich das will, oder was? Das ist spannend. Moment, nein, dann gehst du drauf. Und, du gehst runter, ja, das war's. Oh. Ach, Mann. Geh du ja drauf. Oh, jetzt muss ich... Ja, das nochmal machen. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm, ist mal ganz ehrlich. So. Hallo, kommst du denn mit? Dankeschön. Gut, und raus. Du bleibst wieder stehen. Mann, diese Steuerung manchmal. Das liegt ja auch nicht am Spiel, sondern an meiner Dummheit, mit dem Gamepad umzugehen. Beziehungsweise mit meinem Xbox-Controller. So, ich würde sagen, Sela macht mal stark auf die ganze Gruppe einfach. Das soll ausreichen. Ja, sehr schön. So, die MP reichen noch vollkommen aus, dann passt es, denke ich mal. Und man kann sich in den Kampf wahrscheinlich stürzen. Maxim, schau, die Mädchen aus dem Dorf! Sie kommen, um uns zu retten? Genau, solange ich hier bin, habt ihr nichts zu befürchten. Wir sind jetzt in Sicherheit, oder? Ich hab schon gedacht, wir kommen hier nie mehr raus. Wow. Oh nee, jetzt kann die gar nicht mitkämpfen, oder? Verdammt, eine Falle! Oh. Ach, ihr schon wieder. Ich hab mal schon gedacht, dass ihr hier auftauchen würdet. Idura. Diese Mädchen dienen dazu, meinen Herrn Gallus wieder zum Leben zu erwecken. Nein, hör auf damit. Ich lasse mich von niemandem aufhalten. Um Gallus wieder zu beleben? Hast du die Macht, Gallus wieder zu beleben? Ich habe diese Kraft nicht. Wer dann? Bald werden alle die vier Höllenfürsten kennen. Sie haben ihr Werk begonnen. Tut ihr immer noch so? Wer sagt das? Tut ihr immer noch so, als ob ihr keine Ahnung habt, von dem, was er spricht? Ach, okay, er sagt auch, ja, okay. Ich hasse sowas. Ach so, oh, das war DK oder was? Du, wo kommst du denn auf einmal her? Entspann euch, Mädels. DK ist hier, um euch zu retten. Willst du uns retten? Solange er an mich glaubt, kann kein Feind mich besiegen. Oh ja, ich glaube an dich. Nimm euch in Acht vor deinen großen Worten. Sicher, er ist ein guter Krieger. Aber das Denken ist nicht unbedingt seine Stärke. Lasst nur reden. Ihr seid noch in der Falle und ich bin frei. Wer kann ja nicht denken? Er hat recht, ich glaube an... Er hat recht, ich glaube an TK. Danke, danke vielmals. Ihr macht mich unbesiegbar. Muss ich jetzt alleine mit ihm kämpfen? Oh, okay, sehr schön.
weil du so schön brav bist und ich heute meinen guten Tag hab, lasse ich dich am Leben. Das war dumm von Dedeka, weißt du das? Ich bin frei, Mädels, so wie ich es versprochen hatte. Oh, Dedeka, mein Held. Dedeka, seriously! Ich sag mal nichts dazu. Oh nein, verdammt! Na toll, du bist wirklich ein großer Held. Was hast du gesagt? Du bist in Idura doch in die Falle gegangen. Und was glaubst du, wo du jetzt bist? Pa, das war fast so einfach. Ich hasse es, wenn Idura wegen nichts zu angibt und mein Blut kocht. Überschätze dich nicht, nur weil du uns in diesen lächerlichen Käfig gefangen hast. Jetzt nimmt Dekar seine Axt und schlitzt den Käfig auf. Komm. Der Fluchtzauber ist innerhalb des Käfigs unwirksam. Ihr könnt das nicht entkommen. Taya braucht denn schon Magie, um auszubrechen. Was meinst du damit? Bitte, geh doch einfach freundlicherweise deinen Schutz beiseite, Mädels. Haha, gebt doch nicht zu, was ihr verloren habt. Nimm doch deine Axt und nicht mit dem Kopf. Also, DK versucht gerade mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, quasi. Ein Schneider seine Axt nimmt oder so. Vergiss es, du kannst die Barriere nicht durchbrechen. Das glaubst du aber. Auch Natur. Ups. Vielleicht solltest du den Käfig nächstes Mal etwas stabiler bauen, was? Eura, das Spiel ist aus. Auf geht's. Super. So, was haben wir hier Cooles? Nein, das jetzt nicht. Das hier, das definitiv. Dann, boah, das hier. Du hast was. Ja, mach mal auf DK, würde ich sagen. Und du hast nix, dann greif nochmal an. Ah, und du nervst weiter bei einer Verstärkung, fällt mir gerade so auf. Das ist ziemlich uncool. Aber gut, dann ist jemand so. Dann würde ich sagen, versucht. Oh, das war viel. Selan, währenddessen euch. Wir gehen einfach mal auf diesen Multiknecht. Multiknecht, was für ein Name. was mache ich schönes Blitz, würde ich sagen. Wow, das war einiges. Für unseren kleinen Helfer da. Ich mach Blitz. Als letztes Mal, als wir gegen Idura gekämpft haben, waren wir nur mit Maximo und Selan allein. Jetzt sind wir mit allen da. Deswegen sollte das deutlich besser laufen hier. Als letztes Mal. So, ich würde sagen, ich zaubere nur, wenn irgendwie ein anderer Gegner dabei ist. Deswegen greif nochmal an. Das hier ist so gut, Leute. Ach ja, ich liebe es. Badadada. Greif an. 26, ne? Alles klar. Geil. Alles klar. So. Nein. Ganz gut wieder. Kannst du mal aufhören mit deiner Verstärkung, bitte? Das wäre voll cool von dir. Weißt du das? Ja, dieses Team ist einfach nur wirklich. Okay, also, ich weiß nicht, wieso Wagai macht kaum Schaden gegen den, wieso auch immer. So, nein, bist du dumm? Ja genau, greif Maximan und töte ihn am besten noch. Kann ich wieder? Ja, sehr schön. So, Bams. Und der Blitz. Das ist quasi genau wie die, wie der Zauber, den wir haben, bloß halt ohne MP. Das ist das Gute daran. So. Eokraft. Ah, auf Alu. Okay, sehr schön. Das ist eine coole Sache. Das mal schauen. Ach ja. Ich habe gerade den Namen des Komponisten vergessen, aber der ist auf jeden Fall ein unglaublicher Genie. Das muss man so sagen. Ein richtig krasses Genie. Allgemeiner Soundtrack vom Spiel ist einfach nur bombastisch gut bisher.
Und ich denke kaum, dass noch irgendein Track kommen wird, der den Soundtrack runterzieht oder so. Und wenn, durch einen einzigen Track oder so, kann nicht der ganze Soundtrack vom Spiel gleich gemacht werden. Aber wie gesagt, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, dass der Soundtrack auch noch irgendwie versaut werden kann. So gut er bisher war. Es ist quasi unmöglich, es noch zu versauen. Alleine das Boss-Team macht alles wieder gut, was noch verpatzt werden könnte. Auf eine Weise. Deswegen, ja. Und tschüss. Der kann ja ganz schön flitzen. Das war rekordverdächtig. Vielen Dank. Oh, Piece of Mind. Ich habe nur das geschafft, weil ihr mich geglaubt habt. Anna, wer sagt das? Oh, Kari. Ja, ich muss gerade lachen, weil jemand, den ich kenne, auch Karim heißt. Der gute Nice Henry. Ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Nice Henry oder so. Von Twitter auf jeden Fall. Auch von YouTube. Und das finde ich gerade witzig. Karim! Geht das ja gut, Anna? Ja, ich fühle mich klasse. Ich wusste, dass du. Ich wusste, du wirst kommen, Karim. Natürlich, lass uns zurückgehen. Emily! Ich habe solche Angst! Jetzt bist du in Sicherheit. Kaida! Ich habe schon ja nicht gedacht, an dich denken müssen. Das sehen wir genauso. Lass uns ins Dorf zurückkehren. Wie kommt ihr jetzt alle hier hoch? Vielen Dank, Dicker! Wenn du mich gerettet hast, möchte ich dich heiraten! Wirklich? Aber. Lulu, wer sagt das? Oh. Als ob ein kleiner. Als ob ein verdammter kleiner Junge diesen ganzen Turm hochlernen kann, ist mir ganz ehrlich! Ja, okay. Wir haben die ganzen Rätsel schon gelöst, deswegen muss er halt nur ein bisschen vor den Monstern aufpassen. Das geht wohl schon. Ivan! Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, Lulu. Geht es dir gut? Ja. Es tut mir leid, Dicker. Ich habe vergessen, dass ich bereits mit jemandem verlobt. Oh, ich liebe die Übersetzung von diesem Spiel. Das ist so genial. Tschüss. Krieger brauchen keine Frauen. Mein Schwert ist meine Braut. Aha, dein Schwert also. Lassen wir ihn für eine Weile allein. Aber Maxim, ich weiß, es geht um das, was Idura gesagt hat, nicht wahr? Die Wiederbelebung von Gallas und das Werk der vier Höllenfürsten, oder? Als wir mit Gallas im Westturm von Gorovan kämpften, nannte er sich einen Höllenfürsten. Du denkst also, es gibt noch drei weitere Höllenfürsten wie Gallas? Ich weiß es nicht, aber Idura sagt, dass die Leute bald die vier Höllenfürsten kennen. Und wir werden sie auch kennenlernen. Ja. Egal, ob Höllenfürst oder nur ein Plop. Ich kann erschlagen, ich bin unbesiegbar. Naja, schon gut. Lass uns jetzt nach Narcissus zurückkehren. Ja, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es so sehr. Ich bin so froh, es angefangen zu haben als Let's Play. Auch wenn ich immer ein Part kommen kann, trotzdem. Hat es nicht mal einen Warp-Zauber irgendwo? Ach, da, ich bin blind, sorry. Ich bin blind, so. Kumabi, was war das denn nochmal? Kumabi, was? Ach, dieser kleine. Ah, ja, okay. Ich wollte mal gucken, was das war. Ich habe nicht voll vergessen, was das für ein Dorf war. Gut, Warp nach Narcissus. So. Hallo. Das ist meins Inn, würde ich sagen. Oh, das ist nett von dir. Das ist nett von dir auf jeden Fall. Oh, Junge. Okay. Ich würde sagen, wir gucken jetzt hier nochmal kurz ein bisschen um und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Lufia 2. Aber ich finde, 19 Minuten sind noch ein bisschen zu kurz dafür. Danke, dass du mich gerettet hast. Bitteschön. Vielen Dank. Ich habe gehört, die jungen Frauen wurden entführt. Warum ich nicht? Keine Ahnung. Wir sahen eine Frau im obersten Stockwerk des Turms. Die Frau sagte, sie wolle nach Kumabi gehen. Okay, dann soll mir dabei auch hin, würde ich sagen. Kumabi. Okay. Du scheinst mir sehr mutig zu sein. Du hast das Leben gerettet. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll.
Geld, Frauen, Autos. Das ist ein Spruch, den mein Geschichtslehrer aus der 8. Klasse mal gesagt hat. Geld, Frauen, Autos. Egal, Warp nach Kumabi. Kumabi, genau. So ist das Dorf. So, eine Frau soll hier heißt es sein. Ein Licht wurde vor einigen Tagen bei den Tempeln im Norden gesehen. Es war ein tolles Spektakel, fast wie zu Silvester. Aha. Ich will auch mal zum Tempel im Norden, dort ist bestimmt was los. Ich denke mal, wir sollen dahin, jetzt am besten. Und wenn Tempel jetzt wirklich ein Überwesen lebt, ja, dann sollen wir definitiv dorthin, würde ich sagen. Okay, ich würde sagen, dass wir uns aber erst im nächsten Part wiedersehen, wo wir dann zu diesem Überwesen hingehen werden. Bis dann, ciao, euer Vibro, tschüss.